Moment, ich. Oh Gott, Skelett. So. Oh, ich erforsche Bello die Höhle. Bello, komm. Komm. Ja, fein. Fein bist du. Soll ich dich jetzt mal mit dem Schwert streicheln, weil du so fein bist? Nein, würde ich natürlich nicht machen. Aber was ich jetzt so mache, ist ein bisschen die Höhlen-Playlist. Da ist er. So viel mal dazu, ich leg mir mal den Ordner an. Also, na, ich leg die mir schon passend bereit, dass ich schnell die Playlist wechseln kann. Das letzte bisschen Tageslicht. Du kleiner Wicht. Namens Günther LP. Ohne Scheiß, ich bin wirklich nicht sehr groß. Ich bin... Gott, ich bin auf jeden Fall über 1,60. Das steht schon mal fest. Aber ich bin keine 1,70. Ja, Bello ist gut! Okay. Komm, du gehst hier mal ein bisschen von der Kohle weg. Der Hund muss mitarbeiten, kriegt aber keine Kohle. Ist voll der Sklave. Ich bin voll der Sklavenschänder. Weil ich ihn auch schon schlagen wollte mit dem Schwert. Ich bedrohe ihn. Okay, ich glaube, ich hätte jetzt, wenn ich das alles in echt gemacht hätte, in Deutschland bestimmt schon null Gesetze gebrochen. Sklavenhaltung, das darf man ja in Deutschland machen, ne? Boah, ich kann jetzt auch einen ravistischen Witz springen. Ja gut, ich bringe jetzt einfach mal, aber ich meine nicht ernst, ne? Das ist alles hier nur ein bisschen Satire und schwarzer Humor, das müsst ihr, denke ich, mal verstehen. Also, was ist grün und mäht meinen Rasen? Ist doch scheißegal, wie ich meinen Neger anmale. Höhö. Ah, ich habe schon wieder Höhö gemacht. Oh, da ist ein roter Pilz. Rote Pilze. Übrigens gut für eine Lebensmittelvergiftung. Hier ist auch schon wieder Licht, okay. A.K.A. der Höhlenausgang. Oh, egal. Es gab da ja aber noch ein paar andere Abbiegungen. Also hier schon wieder so viel Kohle. Ich will das gar nicht alles abbauen. Ich hab eine Spinne gehört. Ist die da oben? Nee, das Einzige, was hier zum Fürchten ist, ist, dass hier so viel Eisen ist. Was eigentlich ja nicht zum Fürchten ist, sondern eigentlich richtig geil ist, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Boah, ich spüre auch schon wieder, wie mein Mund so trocken wird, ne? Ich will jetzt hier nicht weggehen und schon wieder AFK sein im Let's Play. Das ist natürlich... Das kommt natürlich recht unseriös rüber. Ohne Scheiß, wo ist diese scheiß Spinne? Keine Angst, dass sie mich gleich... ich habe natürlich Angst, dass sie mich gleich überrascht und uns hier mal schön tötet. Ah, hallo, liebe Spinne. Hast du auch rote Augen? Ihr habt bestimmt auch alle rote Augen, weil ihr die ganze Zeit meine Videos guckt, ne? Und so 24/7 von dem Bildschirm seid. Ah, oben ist Eisen. Eisen! So. Alter, so viel Eisen. Da, ich mach dich fertig, Junge. Kriegst was aufs Fressbrett. Moment, und was ich auch nochmal machen wollte, das wollte ich eigentlich schon vor der Aufnahme machen. Das ist erstmal VOF ausmachen. Und auch noch, es ist vielleicht sogar in der Höhle ganz praktisch, die Brightness aus, auf Moody. Viel, viel besseres Höhlenatmosphäre. Viel, viel besser. Vor allen Dingen besser. Mit A. Genauso wie bei Messer. So, Eisen, Eisen, Eisen. So viel fucking Eisen. Das glaubt man alles gar nicht, wie viel Eisen hier rumliegt. Dafür sollte ich auch schon wieder, keine Ahnung, eine Eisentrophäe kriegen, dass ich so viel Eisen gefarmt habe. Zombie! Jetzt wird sie so dunkler, das hat man schon gleich sehr viel mehr Schiss. Okay. Wo geht mein... Wo geht mein Hund hin? Bello? Ist er links oder rechts? Da ist er ja. That's what he said. Hoho. Ja, ich nick dir auch mal gerade zu. So. Okay.
habe ich nur noch ein bisschen Eisen gesehen. Also den habe ich natürlich davor gesehen und mir gemerkt, wo es ist. Was, du kannst dir sowas merken? Okay. Und noch eine schöne Fackel platzieren. Tja. Oh. Stirb! Bastard! Ich kann keinen Boden tun, ich sehe da auch noch einen. Also natürlich noch einen. Da ist er. Aber er wartet. Och Gottchen! Ach Gottchen, ach Gottchen. Wow! Pisst! Ah! Komm her! Bewerf euch mit Eiern! Ja, sauber Hund! Bring ihn um! Ja! Komm, ich kill so lange das Zombie. Hast du fein gemacht, Bello? Ja, hast du schön gemacht. Ich würde ihn jetzt an die Büste schon wieder mit dem Schwert streicheln, aber naja. Oder dann ist schon wieder ein Zombie hier. Wo bin ich denn jetzt auf einmal gelandet? In der Hölle? Im Nether? Oh, mach ihn fertig, Bello! Oh Gott, Bello ist runtergefallen! Bello! Alter, da ist ja noch ein ganzer Pott voller Monster. Oh nein! Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Stirb. Alter. Hab ich mich erschrocken. Erstmal jetzt, ich kann nicht der Gold abbauen. Ich erstmal irgendwo hin verziehen. Nicht hier so auf diesem offenen Gelände. Das ist, glaube ich, nicht sehr gut. Okay. Da ist ein Monster. Von der Monster AG. So, jetzt holen wir rein. Stein. Naja, Skelett, du bist mir jetzt mal gerade egal. Du musst den einfach ignorieren, dann tut er einem nichts. Immer dran denken, das Skelett hat mehr Angst vor allem. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Licht anmachen. Das Skelett hat mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Bestimmt. Ja, da oben ist nichts, okay. Oh, da ist ja ein Skelett. Nee. Aber ich finde es irgendwie schön, dass ich das jetzt hier so dunkel mache. Ich weiß, ihr könnt jetzt schreiben, ich sehe gar nichts in der Höhle, aber das finde ich so ein bisschen atmosphärischer. Und das hier soll ja auch mal ein bisschen, ja, ein atmosphärisches Let's Play werden. Das haben wir bisher noch nicht ganz so oft gehabt hier im Let's Play. So. Gut, ich hoffe, boah. Oder überrascht uns jetzt nichts Böses. Das wäre nicht ganz so geil. Doch, ach, Quatsch, was erzähl ich denn da? Es wäre voll geil, wenn jetzt sie jetzt so ein Creeper überraschen würde. Und dann einfach mal so explodieren würde und wir sterben würden. Das wäre sehr cool. Echt. Die Idee finde ich auch sehr geil. So. Okay. Hier links in der Wand. Och Gottchen. Der Block erstmal weg. Ich höre einen Zombie. Wo ist er denn? Alter, ich kann da drin gar nichts erkennen. Ach, da ist er ja. Im Dunkeln versteckt er sich. Aber der kommt da nicht hoch, ne? Nee. Den lassen wir erstmal da unten. Hm. Gott. Jetzt, wo es so dunkel ist, leuchte ich lieber hier noch ein bisschen aus. Ah, da oben ist noch Eisen. Alter. Wenn der Musik geht, bin ja gleich, keine Ahnung, epileptische Anfälle. Ich sag dazu nur Jizz in my pants, ne? Alter, ich seh ja gar nichts. Oh Gott, da schreit jemand. Oh Gott, oh Gott. Die Mikrowelle! Nein! Na, mir scheiße, ich dann wirklich genauso wie meine Mikrowelle. Ich hab schon wieder eine Spinne gehört. Ist da drinnen? Ich sehe da echt gar nichts. Gar nichts. Ich glaube, ich... Ach Gottchen. Ich glaube, ich piss mir gleich wirklich ins Hemd. Weil ich natürlich auch gerade ein Hemd... Ach, das ist mein Hund, ey.
Bello, erschreck mich doch nicht so. Mensch. Oh Gott. Ach Gott, ich werde erstmal ein Lied weiterschalten, bevor ich wieder noch einen Krampf kriege. Im Arsch. Nee, leck mich doch im Arsch. So, machen wir das mal noch ein bisschen Fackeln. Fackeln heißt Licht. Licht heißt keine Monster. Keine Monster heißt, ist gut so. Oh. Okay, da unten ist schon mal ein Creeper. Wo kommt die Spinne her? Ich habe keine Lust, dass sie mich von hinten gleich überrascht. Wie diese ganzen Schwulen aus dem Knast. Nein. Ich will ja hier nicht wieder generalisieren. Oh, da unten ist Lava. Ich will jetzt hier nicht wieder generalisieren, dass alle im Knast schwul sind. Herr Creeper, willst du mal ein bisschen baden? Ah, ich habe noch nicht ganz die Lava getroffen. Okay, okay. Ich sehe schon, dass ich den hier jetzt so ein bisschen ärgere. Das wird mir gleich nichts gut kommen. Dadurch kriege ich schlechtes Karma. Schlechtes Karma wie Carmen. Und pop, ab in die Lava mit dir. Aber er hat's auch verdient. Nein, Bello, du gehst jetzt nicht unten rein. Nein. Ja, denk nicht mal dran. Bello, du gehst ja nicht unten in die Lava rein. Es mag dir zwar vielleicht rüberkommen wie eine heiße Quelle, aber... Oder wie eine heiße Braut, aber... Warte, ich baue dir mal einen Aufweg, Bello. Bello, jetzt kannst du hochkommen. Bello. Okay. Ich gehe mal ein bisschen hoch, vielleicht kommt er dann nach. Bello? Ich hoffe, der... Nein, da ist er noch. Komm mal hoch, Bello. Komm, ich habe Gammelfleisch für dich. Bello. Ich will den jetzt ehrlich gesagt nicht unten verlieren. Ja, komm. Ja gut, er wird sich wohl schon hinterher teleportieren. Nur in der Zeit, wo ich jetzt nicht da bin, springt er nicht in die Lava hinein. Ach, da ist er ja schon wieder, okay. Nichts passiert. Diesmal. Bello, du musst aufpassen. Boah, ich baue mir gleich eine Hundehütte. Das mache ich jetzt. Komm, Bello, komm, wir gehen hoch. Ich habe sowieso hier viel zu viel Schiss. In my pants. Schiss in my pants. Boah. Wahr. So, jetzt hoch, hoch, hoch. Wieso ist hier denn so ein fettes Loch, ey? Ach, ich glaube, da habe ich Erz abgebaut. Oder Kohle. Das stimmt, Kohle ist kein Erz, oder? Ich glaube nicht. Ist da oben noch irgendwas?